Ja, Sie sind richtig hier, ja. Ich begrüße Sie alle ganz recht herzlich heute hier an diesem wunderbaren Ort im Technikmuseum hier in Berlin und möchte erstmal ganz recht herzlich begrüßen zu unserer Fachtagung Atomkraftwerke als Denkmäler. Wie lässt sich Ihr Potenzial als Erinnerungsorte und Wissensspeicher nutzen? An dieser Stelle auch erstmal ein ganz recht herzliches Dankeschön, dass Sie alle gekommen sind. Wir haben wirklich viele Anmeldungen bekommen. Es hat unsere Erwartungen übertroffen. Wir freuen uns auf die Diskussion heute hier und ein ganz herzliches Dankeschön an Wolfram König, mein Vorgänger als Präsident des Space, und Herrn Oswald, die ja sozusagen auch ein bisschen den Stein mit ins Wasser geworfen haben für dieses Thema. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind. Das Thema des Gesprächs ist ja eins, das sehr viel mit den Aufgaben meines Bundesamtes des Space zu tun hat, mich mit der Frage, wie kriegen wir das Generationenprojekt Endlagerung eigentlich wirklich ja, am Ende verwirklicht. Und es ist eben so, dass es ein, ja, es ist nicht nur ein technisches Projekt, es ist nicht nur ein naturwissenschaftliches Vorhaben, es ist eben ein gesellschaftliches Vorhaben, es ist ein politisches Projekt und darum braucht es eben auch Wissen, Erinnerungen darüber, es braucht sozusagen Diskurs darüber und darum sprechen wir heute eben in dieser Fachtagung über die Frage, sind Atomkraftwerke Denkmäler oder nicht? Ich freue mich wirklich, dass wir dieses besondere Kapitel ja, der Technik und Wirtschafts- und Sozialgeschichte heute hier verhandeln können, gemeinsam miteinander. Das Programm, finde ich, ist sehr vielschichtig, zeigt sozusagen die unterschiedlichen Perspektiven auf das Thema herein und ich glaube, es wird eine spannende Diskussion. Ich möchte mich auch ganz recht herzlich an dieser Stelle bedanken bei den Kolleginnen und Kollegen im Base, die heute und die letzten Monate für diese Veranstaltung gearbeitet haben, an das ganze Base-Team, allen voran Katrin Gottschalk, Henning Prill, Bettina Schumacher, Lynn Liekstedt, Frederik Herr, Tobias Herrmann, Anne Bauer-Ochse, Marion Proberzin und Jochen Alswede und alle anderen, die heute hier sind und sozusagen für uns diese Veranstaltung möglich machen. Ich glaube, das ist ein Applaus wert, denn so eine Veranstaltung wird ja nicht nur bespielt von denen, die hier vorne stehen, sondern es ist wirklich eine Arbeit, die über Wochen und Monate vorbereitet ist und dafür auch ein ganz recht herzliches Dankeschön. Wir sprechen heute über künstlerische, sicherheitstechnische, historische und landschaftsarchitektonische Perspektiven auf dieses Thema. Und ich bin mir sicher, dadurch werden Kontroversen hier entstehen. Dadurch werden auch Reibungspunkte entstehen, aber vielleicht auch Überschneidungen, an denen man dann weiterdenken kann und dieses Thema auch weiterentwickeln kann. Der Titel ist, glaube ich, provokant. Ja? Atomkraftwerke als Denkmäler. Das ist ja schon die Grundfrage, der wir uns heute annähern. Aber wieso sind eigentlich Atomkraftwerke Denkmäler? Ja, diese gewaltigen Betonklötze in der Landschaft, ja, die sozusagen am Ende ja für viele nur rückgebaut werden müssen, dass es sozusagen ja, zu einer sicheren Entsorgung kommt. Aber sie sind eben Relikte oder eben auch ja, Erinnerungen an eine Hochrisikotechnologie, die ja, unser Land Jahrzehnte geprägt hat. Es geht heute um die Frage Rückbau auch und der Rückbau bedeutet am Ende der Rückbau zur grünen Wiese, so ist es zumindest als Narrativ in ganz vielen Köpfen auch gesetzt. Das ist aber ein Stück weit auch unsichtbar machen einer Geschichte. Ja? Und die Frage ist, ist das sinnvoll oder braucht es nicht sozusagen auch gezielte Orte zur Erinnerung an diese Technologiegeschichte, die unser Land so lange auch mitgeprägt hat. Das letzte Kapitel dieser Technologiegeschichte ist noch lange nicht geschrieben. Es geht darum, einen sicheren Ort zu finden für die radioaktiven Abfälle, ein Endlager zu finden. Und das ist ein echtes Generationenprojekt, das uns noch Jahrzehnte als Gesellschaft beschäftigen wird. Und um darüber mit in der Gesellschaft Gespräche führen zu können, braucht es eben auch Begegnungsorte. Und diese Begegnungsorte können vielleicht auch die Anlagen sein, an denen auch die Nutzung der Atomkraft stattgefunden hat. Ich will sagen, dabei geht es aber nicht darum, dass wir diese Atomkraftwerke vollständig erhalten. Es geht natürlich darum, dass wir diese Anlagen möglichst schnell rückbauen und aus dem Atomrecht entlassen können. Das ist sicherlich auch eine Frage einfach der Sicherheit. Aber es geht eben auch darum, ausgewählte kerntechnische Anlagen
als Erinnerungsorte, als Wissensspeicher bewahren zu können. In Deutschland ist der FMR1, also der Forschungsreaktor, in München, das sogenannte Atomei Garching, unter Denkmalschutz, sonst keine andere Anlage bis jetzt. Und ich glaube, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Nach dem Abschalten der letzten Atomkraftwerke in Deutschland, die aus dem Leistungsbetrieb gegangen sind im letzten Jahr, nun die Debatte darüber zu führen, was ist zwischen Rückbau, was ist sozusagen in der Phase jetzt möglich, auch an Orten, an Bauten zu erhalten und damit ein Stück weit diese Technologiegeschichte in ein neues Jahrzehnt und die nächsten Jahrzehnte mitzunehmen für die Aufgaben, die vor uns liegen. Wir als BASE veranstalten diese Veranstaltung heute, weil wir einen gesetzlichen Auftrag haben. Wir haben einmal den Auftrag, Daten und Dokumente für die End- und Zwischenlagerung radioaktiver Abfälle zu sammeln, ja, und dauerhaft zu speichern. Es geht darum, 500 Jahre den Verschluss, die Bergung der Abfälle nach dem Verschluss des Endlagers auch zu ermöglichen. Das ist eine riesige Aufgabe, vor der wir stehen, diese Frage der Langzeitdokumentation, eine umfassende Dokumentation und dafür einen Ort zu finden oder Orte zu finden, wo das stattfinden kann, auch darum geht es heute. Und ich glaube, diese Aufgabe, vor der wir stehen als Bundesamt, ist wirklich eine sehr, sehr große, ja, die nicht immer im Licht der Öffentlichkeit stattfindet. Und vielleicht kann es gelingen, diese Frage des Denkmals und der Wissensspeicherung miteinander zu kombinieren und dann auch dadurch Nachnutzung eben auch dieser Anlagen zu ermöglichen, um damit einen Ort zu schaffen, der eben auch der dann auch als Ort auch nicht nur sozusagen die Daten speichert, sondern auch eine Geschichte erzählt. Denn die Dinge sind meistens oder besser verständlich im Kontext, ja. Und das ist, glaube ich, hier die Aufgabe heute. Wir als BASE betreiben auch sozialwissenschaftliche Forschung. Ich habe es schon gesagt, es ist eben nicht nur ein technisches, naturwissenschaftliches Projekt, es ist ein gesellschaftlich-politisches Projekt. Und ich freue mich sehr, dass Frau Dr. Veronika Nuka heute auch über nukleares kulturelles Erbe sprechen wird und eben gerade diese Frage deutlich machen wird, wie sind eigentlich sozusagen die Geschichte zu verstehen, nur im Zusammenhang eben mit den Praktiken, mit den Narrativen, für die auch Orte stehen. Es geht auch heute um baukulturelle Fragen. Und zwar auch die Frage, wie gehen wir eigentlich mit diesen Landmarken um? Ja? Wie gehen wir mit diesen gewaltigen Bauwerken um, die ja eine Epoche, ein ganzes Zeitalter dem Namen gegeben haben und auch geprägt haben? Und natürlich, das, was wir heute hier verhandeln, hat auch viele Probleme und Pferdefüße. Allen voran die Finanzierung dieser Frage. Wie können diese Bauwerke dauerhaft unterhalten werden? Ja? Wie kann eine Akzeptanz dafür auch lokal entstehen? Und ich glaube, das ist auch ganz entscheidend und es zeigt auch die Geschichte der Nutzung. Nur wenn wir Zivilgesellschaft mitnehmen, wenn wir gemeinsam tragfähige Lösungen finden, kann es auch zu einer Akzeptanz kommen. Und ich bin sehr froh, dass wir heute auch ein Stück weit eine Landkarte nachzeigen, eine Topografie oder eine nukleare Topografie Deutschlands vom sozusagen Atomkeller in Haigerloch, meiner schwäbischen Heimat, ja, bis zum Kernkraftwerk Emsland, vom Standort der Wismut in Sachsen und Thüringen bis hin sozusagen zum gesamtdeutschen Endlager in Morsleben oder der Pilotkonditionierungsanlage in Gorleben. In der ganzen Republik finden wir die Anlagen und deswegen ist es auch nochmal sehr deutlich, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, sich auch mit diesem kulturellen Erbe umzugehen und damit auch Antworten zu finden. Ich habe letzte Woche mich in Tübingen mit Studierenden der empirischen Kulturwissenschaften getroffen, im Tübinger Schloss. Und diese Studierenden haben während der Frage der Abschaltung der letzten AKWs im April 2023 die Gemeinde Neckarwestheim besucht und dort eine ethnografische Studie durchgeführt und haben auch mit den Bewohnerinnen und Bewohnern über diese Frage gesprochen, was soll da eigentlich in Zukunft passieren? Wie sieht die Zukunft Neckarwestheims aus? Und dort auch diesen Gedanken des Denkmals angesprochen. Für ganz viele Menschen in Neckarwestheim ist es total absurd, ja, so haben die Studierenden aufgeschrieben,
das dort sagen, als ein Denkmal zu begreifen. Der Rückbau ist klar als grüne Wiese für viele thematisiert oder als eine Industrieanlage, wo Prosperität in der Nachnutzung kommt. Aber auch Einzelne haben natürlich auch die Frage angesprochen und gesagt, naja, kann es nicht auch ein kultureller Ort sein, an dem es nun sozusagen die Transformation entsteht? Vielleicht analog zur Zeche Zollverein, sozusagen vom Bergbau hin zu Kultur, ja, sind es auch mögliche Nachnutzungsformen. Und ich fand diese Ergebnisse und diese Beschreibungen sehr, sehr spannend und ich glaube, sie können auch die Debatte heute hier auch bereichern. Ich wünsche uns einen guten Tag, eine gute Tagung heute hier, viele Diskussionen, gute Gespräche, neue Verbindungen, die hier geknüpft werden zu diesem Thema. Und ich bin mir sicher, dass der Stein, der heute auch nochmal ins Wasser geworfen wird, Wellen schlagen wird und dieses Thema weitertragen wird. Dankeschön.